Siehst du was? Ich suche schon. Hier muss doch etwas sein. Erstmal will ich auf die andere Seite da. Und da ist ein... Amicia, nein! Geht's dir gut? Was zur Hölle? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Okay. Ah, hier wäre ich nicht vorbeigekommen. Ah doch, hier komme ich vorbei. Ah, ich habe kein Messer. Warum habe ich kein Messer? Ich wüsste halt auch nicht, woher ich ein Messer herbekommen sollte. Schade. Das ist schon das zweite Mal, dass ich das aufmachen kann, weil ich kein Messer habe. Vielleicht ist hier ein Messer. Da ist ein Messer. Vielleicht doch nicht. Ist hier irgendwo ein Messer rum? Ich habe auch kein Messer benutzt oder so. Also ich hatte gar kein Messer. Vielleicht ist hier ein Messer. Hier ist ein Messer. Ah, nice. Okay. Wir merken, Messer sind dann auch immer in der Nähe. Warum tropfe ich mit diesem Wasser? Mama sollte eh besser aufpassen und auf Hugo hören. Wäre nicht der erste Rattenunfall im Game. Ja, ne? Ich denke mir halt auch so, eigentlich müsste Hugo das beste Kinderleben haben. Wenn, also... an die Arbeit. Ja, wir können... Ah, ne, das geht nicht. Mit drei geht das, ne? Ah, ich glaube, da warte ich noch ab. Das ist schon ziemlich nice. Dann können wir nämlich... Können wir nämlich immer Sachen herstellen. Mal wäre ein Superheld, ja. Red Boy. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Red Adam. Red Hugo. Geschafft.
Lukas noch nicht bei dir? Nein, wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Oh, den gleichen Karren. Jetzt müsste ich zurückkommen. Komm her, ich brauche dich. Was ist mit Lukas? Was ist mit Lukas los? Sollte es gehen. Was ist eigentlich mit Lukas los? Das sieht so schön aus, ne? Los geht's. Ah, gut, eine Insel finden. Ah, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Ganz diskret. Gibt's da so eine Insel? Ganz uneigennützig. Wisst ihr, was ich ein bisschen schade finde? Im ersten Teil konnte man die Farbe der Kleidung wechseln. Aber hier nicht. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lass mich los! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich Danke. Sag Bescheid, wenn der Weg das frei ist. Das sollte reichen. Der Weg ist schon fast frei. So, komm, du schnell. Kannst kommen. Oh, wie cool. Brillant, bin unterwegs. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt! Ja, netter Versuch. Das ist schlecht! Was ist los? Schnell, komm auf! Umzingelt sie! Was hast du mit denen gemacht? Hab mich nur verteidigt! Feuer! Haltet das Boot auf! Amicia, komm zu uns rein! Nein, ich muss Joseph Deckung geben! Mach keine Unsinn! Ist sie gut? Einfach zu viel! Ich komm schon! Meine Entscheidung, Mutter! Bleib drin! Das Nachladen fühlt man den Triggern. Das ist so geil. Oh nein! Sie versperren den Weg! Festhalten! Wir müssen von hier verschwinden! Verdammt! Sie blockieren uns! Zünd den Karren an! Zünd das Ding mit ein! Man fühlt richtig, wie sie so macht. Trigger, die gehen dann halt so. Schluss jetzt, Mutter!
Das wollte ich nicht, aber ich mach ihn kalt. Genau, sag ihm, dass sie so gut wie tot sind. Zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot. Geh wieder rein und pass auf Hugo auf. Wow. Oh, Dreckskerle! Alle sterben, ey. Alle sterben, ey. Okay. Los zum Boot! Lasst meine Wächter! Ich bring euch alle um! Angriff! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Vorwärts! Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anno? Komm und kämpf! Ich habe halt, glaube ich, nur meine. Die Armbrust. Die Armbrust. Los zum Boot! Oh, Kacke. Meine Familie in Ruhe! Sie ist umzingelt! Auf sie! Sie kommen! In Deckung, schnell! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Ach, ich habe auch meine Schleuder. Okay. Ah. Okay, wir müssen ein bisschen. Ein bisschen mit beiden kämpfen.
willst du jetzt tun? Nein! Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Oh, warum es ist auf dem Guss. Lauf! Du wolltest das Boot. Doch, dass Häng ihn erst an, dann zu den Seilen. Schau dich an, so unvorbereitet. Du bist gut im Töten, das muss ich dir lassen. Aber was jetzt? Der kämpft gegen kleines Mädchen. Anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Oh, ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, netter Ausblick! Ihr merkt halt, wie krass sie im Stress ist die ganze Zeit. Das ist so krass einfach. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben. Genau. Versteck dich, das passt zu dir. Ich kriege dich sowieso. In Sicherheit. Erstmal atme. Bist du hin? Ich schnappe ihre Familie, damit locke ich sie raus. Nein, Dreckskerl! Machen wir es kurz, Mädchen! Komm raus! Ich tu dir nicht weh! Ehrlich! Ich muss vor ihm beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Hä? Ich weiß, dass ihr da drüben seid! Hab sie! Hier entlang! Da! Da! Genug gespielt für heute. Ich zeig dir ein Spiel. Das ist so cool einfach. Vergesst zwischendrin, dass ich streame. Anisia, nein! Halt, sonst seid ihr auch dran. Komm, hol die Ratten. Wir müssen ihr helfen. Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Na, sieh mal an. Verstärkung. Ja. Warte. Ganz ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Wir haben andere Pläne. Das Spiel ist so gut, ey. Ist einfach so gut. Die Story ist so gut erzählt. Wir wollen den See stechen. Nur du und ich. Hallo, bis Nalu und danke dir für 13 Monate. Danke dir, vielen, vielen Dank. Fühlt sich eigentlich mal die ganze Zeit angesprochen, Lukas, wenn ich hier den Lukas im Spiel anspreche? Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon.
Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Insel mit zwei Bergen. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja.